Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bin der Palzi. Die Kolonisation von Afrika schreitet voran. Das hier sieht auch alles ganz gut aus. Wir machen ein bisschen viel Geld. Aber wer mag Geld nicht? Apropos mögen, denkt bitte dran, das Video gegebenenfalls zu liken und vielleicht ein Abo dazulassen. Wir waren, ich weiß nicht, ob letzte oder vorletzte Folge dabei, das stehende Heer ein bisschen zu vergrößern. Südstaaten haben wir 24. Warum sind die auf 24? Ist auch irgendwie eine komische Zahl. Das wirklich die Südstaaten? Ja, es ist Virginia. Neuengland haben wir 20. Mexiko 10. Kongo, Senegal. Mittlerer Westen müssen wir auch noch ein bisschen was tun. Das ist auch ein bisschen dünne. Also bauen wir mal wieder ein bisschen Kasernen. Und zwar am besten da, wo wir schon welche haben. Hier in Ohio. Kentucky. Tennessee. So, haben wir noch irgendwo angefangen, ne? Einstehende Heere. Ich sehe da überall null. Gucke hier meine Liste durch. Haiti nicht. Na, ja, kriegt Haiti auch noch Viere. Ne, Oaxaca wollte ich nicht. So, da war... So, aber das ist ja hier trotzdem ein bisschen dünn. Das waren ja nur drei Staaten im mittleren Westen. Dann hauen wir hier Indiana noch raus. Delaware gehört schon zu den Südstaaten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs in den Südstaaten. Können auch hier drüben uns mal stehende Heere leisten. Windwardküste, ich meine, sind dann nur 10, aber es ist halt immer immerhin etwas, genauso Niger Delta. So, das wäre das. Und dann habe ich aber auch vergessen, Häfen zu bauen, was aber gar nicht nötig ist, da die Kolonien in Gabun und in Kongo darauf verzichtet haben, vom Meer aus anzufangen. Na, wenn sie meinen, dann sollen sie das tun. Dann nächste wäre Eisenbahn. Ich möchte auf allen kontinentalen, in allen kontinentalen Provinzen zumindest eine Eisenbahn haben. Und fange an mit dem amerikanischen Kontinent. Hat auch keine Priorität, aber Yucatan, Celebes ist Asien, ist aber eine große Insel. Die kriegen auch eine. Oaxaca, Veracruz, das ist Südamerika, ach, die kriegen auch eine. Sonora, Durango, Rio Grande, Chihuahua, Buenos Aires, Idaho, Oregon, Haiti und Sachalin brauchen definitiv keine, New Mexico, Patagonien bekommt eine, Washington. So, dann haben wir da auch ein bisschen. Und jetzt verbrennen wir erstmal wieder ein bisschen Geld, damit die, weil die Kasernen nicht unterstützt werden. Papier sind wir dran. Belgien hat aufgehört, Beziehungen zu verbessern. Marktzugriff in Santo Domingo hatten wir da nicht. Ein Hafen? Ja, da haben wir einen Hafenpalz hier. Den hast du hier nach unten geschoben. Ja, es ist schon wieder oben.
Spannungen starten in Aufruhr, alles kein Ding. So, Meinungsfreiheit geht in die nächste Runde. Was haben wir da? Argentinien gegen Guarani. Das ist so ein Kolonisationskrieg. Bitte sehr, Argentinien. Meinungsfreiheit. Sehr schön. Laissez-faire beschließen. Laissez-faire ist nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Landbewohner und Gewerkschafter sind dagegen. Was haben wir denn noch? Garantierte Freiheitsrechte juckt mich ja echt. Aber das radikalisiert die Kleinbürger. Wenn wir die Kleinbürger vorher... Oh, wir müssen eine Steuer fallen lassen. Tabak oder Alkohol? Weil wenn wir amerikanische Traditionen gehen, dann... Keine Tabaksteuer, aber Alkohol besteuern. Das passt schon. Gesetz. Wir müssten dann aber die Kleinbürger vorher marginalisieren. Und die 200 zum Unterdrücken haben wir nicht. Oder wir sagen, wir pfeifen drauf. Wann ist die nächste Wahl? In 60 Tagen. Wir warten jetzt erstmal die nächste Wahl ab. Dann werden wir ja sehen, was... oh, da fällt mir ein, wir müssen ja für das eine Achievement auch eine Mindestpopulation haben, ne? Kalifornien, Oregon, Washington, je 250.000. Wie sieht denn das da aus? 900? 241? Washington. Okay. Wenn ich hier... grüneres Gras, das kostet 100. Da müssen wir doch mal ein bisschen mehr fallen lassen jetzt. Also Spirituosen lassen wir auch frei. Und dann hier grüneres Gras in Washington. Dann sollten wir vielleicht da auch mal irgendwie was anbieten. Ach, lass mal die Bauqueue abarbeiten da. Niedriger Marktzugriff, der müsste sich gleich regeln. Genau, Papier haben wir eingereiht. Und hier Partisanenzeitungen. In dieser Wahlperiode haben sich zahlreiche parteinahe Zeitungen gegründet. Publikationen, die in Verbindung mit der progressiven Partei stehen, sind besonders effektiv bei der Verbreitung der Parteimeinung. Die progressive intellektuelle Streitkräfte, die mag ich. 10% Momentum. Nehmen wir. So, was haben wir hier? Indonesien. Bhutanischer Militäraufstand. Mir wurscht. Probleme steigen. Weitere Interessen. Nein, nicht die Ländersuche. Interessen. Wieso sinkt denn das am Rhein? Den habe ich doch extra dahin gepackt. Also das ist echt so ein Ding, wo ich sagen muss, verstehe ich nicht. Bajio und Mexiko. Marktzugriffproblem. Dann kriegt Mexiko eine Eisenbahn. Die ist eingereiht. Wir müssten sie nur finden. Pass mal auf, dann Wächter mit und ein neu einreihen. Und das andere war Bajio. Und da dürfte das genau das gleiche sein. Ne? Dann weg damit und vorne einreihen. So, was läuft da gerade? Kohleminen immer noch. Wahlergebnisse. Progressive vor Demokraten und dann die Whig-Partei.
Ja, wir sind mit unserer Regierung hier bestens aufgestellt. Politischer Druck der Kleinbürger ist auch nur noch 4,5. Aber sie werden nicht marginalisiert. So, dann ist mir das hier jetzt auch wurscht. 18% durch Streitkräfte und Intellektuelle. Wir probieren es einfach. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Apropos schief gehen. Freiheitsstatue in New York. Wochen. Nee, jetzt habe ich Blödsinn gebaut. Du musst nach oben die beiden Eisenbahnen, dann die Freiheitsstatue. Da hat's Klack gemacht. Chile unbeschwert. Ein Buch, dessen Veröffentlichung in Chile abgelehnt wurde, wurde nun dank laxerer Gesetze von einem amerikanischen Verlag angenommen. Laut den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika hat er jedes Recht zum Druck, selbstverständlich. Papier ist eingereiht. Das ist... Oh, nicht schon wieder, ey. Ich verstehe es echt null. Frage der Sicherheit. Beim Beschluss des Gesetzes für die garantierten Freiheitsrechte haben Mitglieder der Regierung ihre Besorgnis darüber geäußert, dass dies die innere Sicherheit des Landes gefährden könnte. 15% Erfolgschance, die Bürokratie können wir fressen. Ne? Ein Drittel Chance jetzt, 33,3. Sehr schön. Anarchismus war nicht unsere Tech. Nächste Runde, garantierte Freiheitsrechte kommt. Ein Schrei nach Freiheit. Um die Kritiker des Gesetzes für die garantierten Freiheitsrechte zum Schweigen zu bringen, wurde zu einer Demonstration aufgerufen. Die Polizei hat jedoch beschlossen, die Angelegenheit in die eigene Hand zu nehmen und gewaltsam gegen Demonstranten vorzugehen. So, minus 10 Erlassungszeit, plus 10 Erfolgschance. DC hat nicht so viele Unterschicht-Pops, das kann man nehmen. Oh, hier haben wir einen Interessengruppenzustimmung, das gepasst mir nicht. Dann nehmen wir das. Nehmen wir die 10%. So, Argentinien hat die Guarani erobert. Gummi in Guatemala. Ihr habt Gummi? Die haben Gummi und wir haben keine Verrufenheit. Und sie haben bestimmt Kaffee.
sind sie diplomatisch aufgestellt. Bündnis mit Costa Rica. Die würde ich auch gleich noch fressen. Müssten aber eine Seelandung durchführen. Wenn die Briten einsteigen, könnte das ärgerlich werden. Aber ich gehe eh davon aus, dass die einknicken. Welchen General mobilisieren wir? Wie viel haben wir denn in Mexiko? 10. Wie viele Truppen haben die? 10. Nee, ich hätte gern einen klein bisschen größeren General. Irgendwie so ein 20er oder so. Hier, Mittlerer Westen. Du bist genau der Richtige. Costa Rica ist schon ausgestiegen. Dampfhilfsaggregate. Wo waren die? In den Minen und den Holzfällerlagern. Also ländlich. Das ist aber auch wieder nur zur Einsparung von Arbeitern und das mag ich nicht. Meine Leute sollen im Moment noch Beschäftigung haben. Hier auch, naja. Okay. Stromerzeugung kommt, ist okay. In der Gesellschaft kommt der Sozialismus. Wie lange brauchen wir für Malaria-Vorsorge? 3 Jahre finde ich okay, hole ich mir. Nur damit... Nein, hole ich mir nicht. Zeppeline haben wir, glaube ich, auch noch im Journal gehabt, ne? 7 Jahre. Ja, vielleicht können wir da was mitnehmen. Dann machen wir erstmal Zeppeline. Können auch erst Malaria-Vorsorge und dann Zeppeline. Was ist wichtiger? Kolonien? Ja, Kolonien sind erstmal wichtiger. Nee, Zeppeline. Ich will das Event haben. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Habe ich bislang immer verpennt. Oh, Costa Rica stellt sich auf deren Seite. Na, das ist ja mal schön. Wer ist da noch eingestiegen? Neu-Granada wird ja immer besser. Hallöchen. Jetzt wird es aber, glaube ich, ein bisschen schwieriger dann, ne? Neu-Granada. Wie viele Truppen? Auch nur 20. Costa Rica 1. So, dann mobilisieren wir jetzt den General in den Südstaaten. Lassen aber den in Bereitschaft. Den nutzen wir für eine Landung. Wurde den Kriegsparteien irgendetwas versprochen? Nein. Gut, dann warten wir mal ab, wie sich das hier entwickelt. Ach, sie sind ausgestiegen. Mal gut, dass ich noch keine Kriegsziele hinzugefügt hatte, ne? Haben wir uns immerhin die Verrufenheit gespart. Oh, wir müssen mal wieder eine Regierungsverwaltung bauen. Sind noch welche in der Queue? Nee. Pazzi, du musst bauen. Regierungsverwaltungen. Westaustralien? Vanuatu, das sind alles diese kleinen Inseln. Fidschi. Du, Bayo California. Amerikanisch Gabun ist noch ganz klein. Chiapas kriegt eine. Und hier Santo Domingo. Haben zwar kaum noch Pops, aber sollte man vielleicht mal gucken, was da überhaupt so angebaut wird. Industriehafen passt ja nur mal so generell. Nee, scheine ich auch schon umgestellt zu haben.
Da lebt ja nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssten irgendwas mal fallen lassen. Oder die bekommen halt Migration. Das lässt sich auch über Migration lösen. Schauen wir mal. Und auf jeden Fall genug Regierungsverwaltungen erstmal eingereiht. So, wollen wir dann weitermachen gleich? Nächste auf der Liste wäre ja Honduras. Ist das hier ein Staat? Ja. Dass wir uns langsam aber sicher durchfressen. Wie stehen die diplomatisch? Nee, Honduras. Wie stehen die diplomatisch? Sind isoliert. Isoliert. Fällt mir gerade auf. Hier sind ja, wir haben gar nicht kontrolliert, wie hier die Produktionsmethoden sind. Der Hafen geht auf Industriehafen, aber bitte runter auf 1, danke. So. Kaffeeplantagen, Tabakplantagen, Bananen. Ausgerechnet Bananen. Oh, wie stehen denn unsere Maisfelder da generell? Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Auf was stehen die? Die sollen durchziehen, okay. Bananen, die brachte sie mir. Färbemittelplantagen, Eisenbahntransport bitte. Lass mal gut sein mit Zweien da. Nee, nee, ihr könnt ruhig einstellen. Ich glaube, ihr habt noch eine Menge Pops, ne? Nee, so viel auch nicht. Dann. Fischereianleger auf Dampfschlepper. Baumwolle fehlte die Umstellung. Noch kurze Kontrolle. Nee, Zucker haut nicht hin. Hier haut irgendwas nicht hin. Wir haben kein Opium, von daher so. Stadtzentren, Marktplätze, Gaslaternen. Okay, so sieht's doch besser aus. So, die Frage ist, krallt man sich Honduras eigentlich auch gleich noch? Ich meine, wir müssen ja wachsen. Ne? Sternen, überladenes Banner. Da haben wir aber erstmal eine Frage der Sicherheit. Beim Beschluss des Gesetzes für garantierte Freiheitsrechte haben Mitglieder der Regierung ihre Besorgnis darüber geäußert, dass dies die innere Sicherheit des Landes gefährden könnte. Nix. Da 15% Erfolgschance. Oh, jetzt haben wir arges Defizit. Das gefällt mir nicht so. Drei kommen, aber wir bräuchten noch ein paar mehr. Wo haben wir denn noch keine? Lindi, das ist dann der vierte. Äquatoria 5. Westaustralien 6. Kanak 7. Das sind alles nur die kleinen, ne? Ja. Na komm, 8, 9 und 10. Achso, jetzt ist immer noch nicht geklärt, ob wir Honduras gleich durchziehen. Damit wir uns auch irgendwann Panama krallen können und den Panama-Kanal noch bauen.
Ach komm. Honduras, du bist total niedlich da mit deinem Weiß. Was hatten wir jetzt gesagt? Zeppeline oder ja, Zeppeline. So, Freiheitsrechte 58%, nächste Runde und da haben wir sie. Land of the Free, Home of the Brave, sag ich dazu nur, ne? Also wenn man sich die Gesetze anguckt, wir haben 1861. Das ist ja das typische System der USA, Präsidialrepublik. Wir haben das allgemeine Wahlrecht, Multikulti, völlige Trennung von Staat und Kirche, gewählte Verwaltung. Hier hätte ich lieber Berufsarmee eigentlich. Da könnte man vielleicht noch was tun. Die Streitkräfte sind drin, ne? Die Intellektuellen und Gewerkschafter bildigen das auch. Also darüber könnte man tatsächlich nachdenken, aber ich kann genauso mit Nationalmilizen weiterfahren. Garantierte Freiheitsrechte haben wir. Wir haben die Meinungsfreiheit, keine Leibeigenschaft, Grundschulpflicht. Gut, Frauen haben noch nichts zu sagen, aber... Nein, ich mache da jetzt keinen blöden Spruch, aber wie gesagt, wir sind 1860, 61, also das ist... Sozialhilfe, ja, wir sind die Vereinigten Staaten, keine Migrationskontrollen, Sklavereiverbot, also wir sind so gut dabei für den Zeitpunkt, dass mir echt eigentlich die Kinnlade runterfällt. Alter, weiß ich, komm, du bist glücklich, du hast ein Lächeln auf den Lippen, aber du kannst trotzdem die Zeit laufen lassen. Stromerzeugung, wichtig, wichtig, wichtig. Guatemala, niedriger Marktzugriff. Arbeiten da nicht genügend im Hafen? Doch, aber ihr habt so viel Krams, dass ihr noch eine Eisenbahn braucht, wa? Ausgerechnet eine Eisenbahn. Eine Eisenbahn verlangt Guatemala von mir. Teure Regierungswaren, Papier schon wieder, aber die sind eingereiht. Ja, die Ticks sind hier zu lang. Wir müssen echt auch in die Malaria-Vorsorge. Sonst ist das eine Marke ohne Wert. So, die Regierungsverwaltungen sind durch. Wir haben auch wieder genügend Bürokratie. Könnten mal wieder kontrollieren, wie die Verhältnisse so sind. Mit Frankreich können wir verbessern, denn wir hatten ja einen Krieg geführt. Das kann sich dann ja immer mal wieder verändern. Wichtigen sind okay. Einberufungsstellen. Mach nicht unsere Tech. Nehmen wir aber zur Kenntnis. Grubenunglück. Ein Minenschacht in Connecticut ist eingestürzt, sodass die Bergleute in den dunklen Stollen unter der Erde gefangen sind. Das schiere Ausmaß des Unglücks sorgte dafür, dass man in Connecticut und der ganzen Nation davon gehört hat. Unterschichtspops radikalisieren niemals. Oberschichtpops gehe ich eher mit. Dieser himmelschreiende Missbrauch der einfachen Leute darf nicht weitergehen. Genau so ist es. Apropos weitergehen. Wie viele Pops haben wir denn hier? Inzwischen 145 und 236. Wir müssen hier irgendeine Form von Industrie bauen. Holzfällerlager. Wie sind denn die Holzpreise bei uns? Holz ist da super. Da könnten wir ein bisschen mehr haben. Also. Wir stellen hier auf Hartholz und spendieren nochmal 5 weitere Holzfällerlager. Und bin ich denn wahnsinnig? Ich mach das hoch. 20 Holzfällerlager in Oregon. Da wird erst nachgegeben, wenn der letzte Baum gefällt ist.
So, was können wir hier Schönes bauen? Hier gibt es nochmal Kohleminen. Und zwar 32. Und Kohle ist ja eh so ein Thema bei uns. Von daher, Washington, wollen wir dir auch mal ein paar Kohleminen aufdrücken. Fangen wir auch mal mit 20 an, einfach, damit das mal brummt in den Staaten da, damit wir das Achievement Go West Young Man, Go West Young Man, genau, bekommen. Ja, liebe Leute, ich bin zurück vom Fischmarkt. Ja, das hört sich doch einer an. Ich bin zurück vom Fischmarkt und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.